Roz. Didn't even get to Roz. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier im LS22 und ich würde sagen, wir legen direkt los und zwar habt ihr bei den Überladewagen was Neues, wo ich mir so dachte, ja, das könnte unter Umständen recht praktisch sein. Und zwar haben wir hier immer den G&M 514 Grain Cart Überladewagen in relativ kurzer kleiner Bauform. Da passen 17.500 Liter rein, das wäre eine Korntankfüllung vom normalen großen Droscher, ne? Ja. 130 PS für die etwas kleinere motorisierte Fuhrparktechnik, hätte ich gesagt, für so normale kleine Traktoren. Ja, wenn man hier mal so guckt, die Reifentextur sieht das nicht der Hammer. Das Ding ist aber unfassbar günstig. Ja, der kostet hier keine 8.000. Wir können noch eine Farbe ein bisschen rumbauen. Wir können den blau machen, wir können den gelb, rot, ne? Also alles, was ihr hier so seht, finde ich eigentlich okay. Na? Gut, von der Textur, ja, kann man drüber streiten, aber hey. So. Wir nehmen uns den einfach mal. Wenn wir hier nochmal schauen, der kann nämlich auch Saatgut und Dünger. Das wäre eigentlich perfekt, wenn man zum Beispiel Sämaschinen beladen möchte. Und da geht es nämlich direkt weiter. Da gab es dann noch den Kollegen hier, den schauen wir uns aber gleich an. Erstmal zu diesem da. Den habe ich von modhub.us, also nicht aus dem Giants Mod Hub, heißt theoretisch auch nicht für Konsole, eventuell ja, wenn ja, weiß ich nicht genau, kann sein, dass er noch kommt. Wie gesagt, ich habe ihn von modhub.us und ist ein vollkommen normales, sehr unscheinbares Modell, hat so eine leichte Glanztextur auf dem Lack. Ja. IH ist hier drauf, guck mal hier, okay, International Harvester, ja. Da klappt das Rohr aus und fertig. Da ist so ja noch eine Blende vor der Schnecke, ne? Wir können mal reinschauen in den Kasten. Ja, hast du halt hier viereckig die Förderschnecke. Von oben rieselte drin in das Gitter, ne? Und dann fertig. Der kann noch nicht viel. Komm, wir holen uns einfach mal einen Traktor. Einfach mal den kleinen massiven Ferguson hier. Hängen uns den Apparat mal dahinter zum Gucken. So. Hat hier auch Zugmaul, technisch einfach nur eine ganz normale Pinnenkupplung, ne? Steckst du zwischen, machst du den Stickel durch, fertig. Hat hier eine Zapfwelle, die wird angekuppelt. Stützbein wird hochgeklappt und die Kabel gehen ran. Wenn wir das ausklappen, das Röhrchen zum Überladen. Aber auch keine Soundanimation, dass er richtig einrastet. Ja, und das war's im Prinzip, ne? Das Ding fährt halt hinterher. Kannst du abbunkern, überladen, vollmachen, so eine Sachen. Wäre vielleicht auch praktisch für Sämaschinenbeladung, diese großen, ne? Wenn du mit einem R-Kart hinterherfährst, diese Sämaschinen, die dann so einen ausfahrbaren Beladeturm noch haben, wo du dann hier drüber fährst, auf dem Feld zum Saatgut und Dünger nachladen, hätte ich gesagt, wäre das ja nicht so verkehrt. So, und weil da weitergeht, schauen wir doch direkt mal nach. Und zwar ist hier was aus dem Giants Mod Hub für PC leider nur, der Strobel-Überladewagen. Der kostet 25.000, ist aber ein sehr, sehr schönes Modell. Also der ist aus dem Giants Mod Hub, aber leider nur für PC und nicht für Konsole. Ja. Ist halt immer so ein leidiges Thema, ne? So, hier ist aber haufenweise Zeugs dran. Wir können hier noch die Felgenfarbe ändern in Weiß und Schwarz. Wir nehmen die mal in Weiß. Der Rest bleibt so, 7.000 Liter passen hier rein. Und kostet 25.000. Gucken wir mal. Da steht das Ding. Ist ein sehr, sehr schönes Modell, muss ich ehrlich sagen. Hier mit den Riffelblech und alles, ne? Haufenweise Schrauben, Stangen, Streben, Warnreflektor, Aufkleber und die vorne ist ja auch noch ein Verbrennermotor dran, ne? Der wird wahrscheinlich die Förderschnecke antreiben. Genau, hier vorne haben wir nämlich einen Kettentrieb. Das ist also echt eine coole Sache, weil du hast nämlich hier kein Kardan oder sowas. Der Teil läuft halt einfach über diesen kleinen Motor. Hast hier noch eine kleine Schaltkonsole mit dran. Die Lampe ist oben am Überladerohr mit dran. Wir hängen mal ran. Komm, wir gucken mal. Dafür bräuchten wir vielleicht ein Auto, wa? Und zwar finden wir passend dazu bei Autos diesen Strobel Schüttgut Tender
Mod als Pickup passend zu dem Überladewagen. Da können wir hier sogar noch haufenweise Sachen konfigurieren. Ich bin gerade selber recht erstaunt, habe nämlich gerade durchgeschaut und dachte mir, hör, von Strobel, was ist denn da los? Habe in die XML geguckt und siehe da, der Pickup ist bei dem Überladeanhänger mit dabei. Ja, und wir können hier einen dicken Balken vorne aufbauen und hinten auch haben wir haufenweise Beleuchtung mit dran. Okay, Mann, ist aber schön. Strobel können wir hier, okay. Elm Creek Farm, Lizard, ist aber toll. Hofhund, was steht hier? Transport. Gefällt mir. Ist echt cool, hätte ich nicht gedacht. Also wusste ich gerade wirklich nicht, ist aber schön. Können wir hier noch durchnummerieren? Ach, da kann man wieder haufen. Oh, guck mal hier. Da kommen ja aber wieder Ideen, Leute. Vordere Stoßstange, was können wir hier noch machen? Eine Kupplung. Schön, mit einem Rammbügel. Dann machen wir mal einen Rammbügel ran. Farbe, ja. Machen wir mal passend zum Anhänger, oder? Machen wir mal hier in der Farbe ungefähr und Felgenfarbe. Eieiei. Warte mal, wir haben die Felgen in weiß, ne? Dann machen wir die hier auch in weiß. Der kostet mal 37.000, hat 300 PS. Okay, ich bin erstaunt, aber der passt zu dem Ladewagen. Besser gesagt, Überladewagen. Okay, Farbe haben wir jetzt nicht getroffen, aber ja, ist halt der Lizard Pickup mit so ein paar extra Dingern, ne? Hat hinten einen kleinen Überrollbügel mit haufenweise Lämpchen dran. Ist echt schön. Hat eine Hupe, hat Spanngurte, man kann aufklappen, man kann zuklappen. Ja, gut, okay. Ey, der fetzt ja voll. So. Guck mal, die passen hier perfekt zusammen, beide. Kugelkupplung, ja, mit Stecker, alles dran. Die perfekte Fahrhöhe, der Gerät, wenn wir mal ausklappen. So, der hat eine schöne Animation. Okay, pass mal auf, guck mal, da geht richtig der Verriegelungsstickel vorne. So, wir machen mal nochmal auf. Setzen wir nochmal zu. Pass mal auf. Klack, da geht er zu. Ist ein relativ langes Rohr. Damit kann man auch wieder perfekt Seemaschinen be- und entladen. Dafür habe ich mir den eigentlich mal rausgesucht. Man hat hier nämlich zwei verschiedene Kammern. Man kann theoretisch Saatgut und Mineraldünger hier laden in dem Ding. Einwandfrei. Also ich finde den echt nicht schlecht. Wir haben hier so ja Licht dran. Dann haben wir noch Arbeitsscheinwerfer oben am Überladerohr. So, ja. Okay, Blinker hat er nicht. Na gut. Aber gefällt mir. So, macht er den noch zu, ja. So, dann legt er den auf den Rahmen nicht ab. Okay, der hängt hier frei in der Luft. Aber trotzdem so als Dünger oder Saatgut-Zulieferer. Guck mal hier, 75 Jahre Patch vorne dran. Schöne Teil. Vor allem mit dem Pickup passend dazu. Sehr, sehr cool. Das gefällt mir. Wie gesagt, hätte ich nicht gedacht. Wusste ich nicht. Schöne Überraschung. Ja. Wie gesagt, Giants Mod Hub leider nur für PC, nicht für Konsole. Schreibe ich natürlich wieder in die Videobeschreibung. So, weiter geht's. Und zwar bei der Gewächshausgeschichte. Bauen, Produktionen, Gewächshäuser. Da habe ich nämlich was Feines gefunden, wo ich mir dachte, okay, das ist mal was Neues. Wir gehen mal hier rüber. Hierher. So. Und zwar haben wir hier Circular Greenhouse, heißt runde Gewächshäuser. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Raumstation, so eine Mondbasis oder Marsbasis, sowas. Na? Wie so eine große Wohnkuppel. Aber hat halt mal ein völlig anderes Design und gefällt mir außerordentlich gut. Also hier muss man Wasser reingeben, dann kriegt man Erdbeeren, Tomaten und Salat wieder raus. Das ist die einfache Variante für 6.000. Und dann haben wir hier nochmal die Möglichkeit, wo wir beschleunigtes Wachstum wartet gerade. Hier steht nämlich bei den normale Circular Greenhouse und hier steht Fast Growing Circular Greenhouse. Bedeutet, wenn man hier noch
Flüssigdünger mit dazu gibt. Dafür haben wir dann an der Seite nochmal diesen extra Tank hier dran. Dann wächst die ganze Geschichte schneller. Ist sehr interessant. Könnte man eigentlich auch mal ausprobieren. Komm, wir bauen das mal hier hin. So. Und vielleicht das daneben. Ach, eins reicht. Schauen wir mal. Wir fahren mal direkt dahin. Habt ihr eine Idee? Wir nehmen vielleicht auch gleich mal immer Flüssigdünger mit. So, packen wir auf den Pickup-Ruf. Wir sind ja gerade mal da vor Ort. Ist ja perfekt, wie das alles zusammenpasst. Hätte ich nicht gedacht. Freue ich mich. Schauen wir mal. Müsst ihr jetzt durch, Leute. So. Hallo? Hallo? Ein Stück zurück. Ein bisschen drehen, ja? So. Perfekt verladen. Abfahrt. Okay. Wir nehmen das hier mal runter. So, dann schauen wir mal. Also du hast hier eine sehr schöne Textur. Also leichte Riffel Plexiglas, hätte ich gesagt. Ist das, ne? Immer in so ein Dreieck angeordnet, dass wir hier eine Kuppel haben. Ist jetzt cool. Ihr habt ja auch, oh, wie heißt das? Mars Base oder Moon Base oder sowas. Ihr habt ja haufenweise Computerspiele, wo man sowas machen kann. Schön, wie die Türen auf jeden. Man kann hier rein. Okay. Sieht aber auf jeden Fall toll aus, Leute. Seid mal ehrlich. So wie es aussieht, ist das hier an der Seite auch so was wie eine Beregnung oder was? Hier sind nämlich so die kleinen Düsen dran. Die Rohre gehen hier hoch, damit rüber. Mhm. So, jetzt können wir hier was machen. Und zwar brauchen wir dafür Wasser und Flüssigdünger und dann können wir hier so Sachen machen. Okay. Also wir stecken einfach mal Tomaten drin. So, jetzt stehen die hier vertrocknet. Wenn wir das hier nehmen, können wir das hier schon mal nicht einfüllen. Das ist schade. Oh, guck mal hier, der ist voll. Der wurde einfach nur kleiner gemacht, der Kanister. Aber er gefällt mir. Ist cool. So, müsste man hier natürlich einfüllen mit irgendeinem Gerät aus diesem Big Bag hier rein. Schade eigentlich, dass es so nicht geht. Also aus diesem IBC, ne? Wasser rein. Und dann geht die Sache los. Ist ein schönes Gewächs raus. Ist mal was anderes. Vor allem sehr, sehr platzsparend, ne? Na, doch, könnte mir gefallen. Okay. Eine Sache gucken wir uns auch an, Freunde. Und zwar habe ich eigentlich so eben gerade gefunden. Okay, wenn das jetzt kommt, ein bisschen später, ist auch ja. Komm, wir quatschen da nicht rum. Denn bei Fahrzeuge gibt es jetzt ein extra Icon bei dieser Mod mit dazu. Kann man natürlich in der XML wieder umschreiben, dass es bei Autos landet. Und zwar den Jeep Rubicon. Und der hat es in sich. Ich zeig euch das. Gefällt mir außerordentlich gut. Alleine schon, wie er so original einfach nur dasteht. Guckt mal. Das ist ein echt, echt hübsches Modell. Da kann man echt viel machen. Der kostet mal ein bisschen was, aber das ist echt nicht schlimm. Du kannst nämlich hier noch einen LED-Balken und einen Schnorchel aufbauen. Dann kannst du des Weiteren vorne noch einen bösen Blick an den Kühlergrill anbauen und hinten einen Überrollbügel mit Arbeitsscheinwerfer. Dann kannst du vorne eine Dachblende mit Zusatzscheinwerfer einbauen oder bösen Blick mit Dachgepäckträger und Überrollbügel oder Dachgepäckträger mit Zusatzscheinwerfer und Sonnenblende. Oder diese Variante ohne Schnorchel. Oder immer fast alles. Na, da hast du denn hier vorne bösen Blick. Nochmal extra Zusatzscheinwerfer vorne dran. Schnorchel, Dachgepäckträger, so eine Schichten. So. Wir nehmen mal volle Hütte, ne? Und dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, verschiedene Trittbretter anzubauen. Immer so eine Chromrohre oder diese Rockslider hier. Frontgewichte. Warum auch immer. Wir lassen die mal weg. Also man kann hier bis zu 600 Kilo vorne aufpacken. Wahrscheinlich macht es Sinn, wenn man was richtig Schweres damit ziehen möchte. Anhängerkupplung. Hat er jetzt schon original dran. Können wir aber demontieren, machen wir aber wieder ran. So, eine normale Kugelkupplung hat er. Motorenausführung haben wir hier immer den 3,6 Liter V6 oder den 3,6 Liter V6. Ein bisschen uffi-tuned, dann hat er 340 PS. Reifenvariante haben wir immer hier
Alufelgen mit, ich sag mal, humaneres Stollenprofil. Das wäre für die Straße. Oder hier diese Offroad-Geschichte. Wir nehmen natürlich die Offroad-Geschichte, ist ja klar. So, jetzt passt aber mal auf. Das ist ein sehr schönes Modell. Wahnsinn. Farbtechnisch geht jetzt richtig los. Guckt euch mal diese Farbpalette an. Hier gibt es auch noch was Besonderes. Army Camouflage. Dann haben wir hier so was in Forged Carbon. Kennt ihr das? Ist echt cool. Und dann haben wir hier noch Carbon Gloss. Also richtig laminiertes Carbon. Gefärbtes Carbon. Dann haben wir hier wunderschöne Seidenmatt-Farbtöne. Also Wahnsinn, dem Auto stehen so viele Farben. Das ist der Hammer. Dann können wir das aber auch so, na, wie so ein Erlkönig so weit lackieren. Also hier unfassbar viele Farbkombinationen. Sehr, 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 sehr schön vor allem. In Candy, in glänzend, in Metallic, in Seidenmatt, in Matt, in allen möglichen. Also Wahnsinn. Echt, echt geil. Habt ihr das laut gesagt? Ja. Pass auf. Wir machen den mal. Wie machen wir den jetzt? Sag doch mal was. So. Das ist hier. Übelst Metallic oder sowas in der Art. Wobei, warte mal. Was haltet ihr dann davon? Cap Color 2. So, pass mal auf. Damit wir mal den Kontrast sehen, das wäre hier oben der Streifen, das Dach. Hinten rum. Kannst du theoretisch auch in den normalen Farben machen. Oder du machst es in Schwarz. Du kannst es aber auch in Neon Gelb Camouflage machen. Du kannst es aber auch in diesen Camouflage machen. Ich finde ja diese Forged Carbon echt cool. Logo Color, das ist das auf der Motorhaube, dieses Weiße, das könnte man zum Beispiel auch wieder in dunkelblau oder in Neongelb machen. Oder was haben wir hier noch? Naja, die Palette halt, ihr seht jetzt ja. So, die Felgen, die können wir auch noch einfärben. So. Den Innenraum dementsprechend genauso, ne? In haufenweise Farben, in grünes Leder. Ja, wie man gerade will. Also unfassbar, was man hier alles machen kann, ist der Hammer. So, dann haben wir noch die Rollbar, die können wir auch noch färben. Da haben wir nämlich den Überrollbügel. Der ist jetzt so chromfarben. Warte mal, können wir den? Den könnte man auch so machen. Okay. Carbon. Der kann sich halt übelst austoben, ne? Hier geht ja alle Bügel. Warte mal, mattschwarz wäre ganz cool. So was hier. Obwohl es glänzend ist, so real. Ja, Kennzeichen sparen wir uns. Der Ding kostet zwar halt 50.000, aber der kann echt viel. Zeige ich euch, ist super. Also das Ding ist echt der Hammer. Da dachte ich mir, Mann, das wäre fast eine eigene Mod-Vorstellung wert. Alleine schon, weil das Modell halt echt krass aussieht. Ne? Also der ist echt schick vom Modell. Hier kannst du bald ja nicht meckern. Hier ist irgendwie nichts, wo du dir denkst, nee, lieber nicht. Also Wahnsinn, ist ein sehr, sehr schönes Fahrzeugmodell, definitiv. Den habe ich von modhub.us, nur für PC. Also ich merke gerade, alle Mods, die wir heute hier sehen, sind nur für PC, nicht für Konsole leider. Wie der heißt, wo ihr den findet, schreibe ich euch in die Videobeschreibung wieder rein. Achso, bevor ich es vergesse, dieses Gewächshaus gibt es ebenfalls nicht für Konsole, der ist für PC und ich habe das von Forbidden Mods, habe ich das, genau. Wenn ihr den Mod-Name in Google-Suche eingebt, dann werdet ihr eigentlich fast direkt auf Forbidden Mods geleitet. Schreibe ich euch in die Videobeschreibung, kennt ihr ja, wisst ihr ja. Jetzt gucken wir uns erstmal den Kollegen hier an, ich finde den nämlich echt schön. Ja, der hat hinten noch mal eine Kupplung dran. Der hat so eine Laderaumwanne, der hat ja alles. Der hat ja einfach alles. Verrückt. Das ist ein sehr schönes Gerät, vor allem durch diese verschiedene Farbkombinierbarkeit sind ja alle möglichen Variationen irgendwie drin, so wie man das gerade möchte. Also von innen ist das auch echt schön anzuschauen. Dieses Radio-Navi da erinnert mich ein bisschen an ATS, also American Truck Simulator. Da gibt es das auch so ähnlich, aber ja, ist halt, ne? Aber von den Texturen, Wahnsinn. Lenkrad, die Nähte und Tachoanzeige. Ah, hier ist alles da. Gut, Pedale sieht man jetzt nicht, schaltet nicht, aber Lenkrad geht, Licht geht, Tacho geht, ein bisschen mehr. Spiegel funktionieren, einbeinfrei, super. Also von innen auf jeden Fall toll. Man kann hier Gurte angoten, siehst du?
aufklappen kannst du den Kameraden auch. So. Wir haben Licht. Das ist das normale Abblendlicht. Dann haben wir hier Zusatzscheinwerfer. Dann ist der oben auf der Kofferraumbeleuchtung mit an. Und dann haben wir die großen vorne. Die sind dann alle an. Dann haben wir Blinker. Also der sieht ja richtig fies und böse aus. Das ist eine coole Karre auf jeden Fall. Ah, diesen normalen Pickup-Sound. Normale Hupe, ne? Fährt aber, guck mal, auf dem Tacho 220 km/h. Ist echt schnell. So, wie gesagt, wir können hinten die Klappe öffnen, wir können Spanngurte anlegen. Dann können wir was ganz was Tolles machen, habt ihr gesehen gerade. Man kann den Fahrwerk hoch und runter fahren. Das ist ja echt mega. Also wo ich das gemerkt habe, dachte ich mir, oh, was ist das? So wie du das gerade brauchst, ne? Also theoretisch echt praktisch. So, für jeden Anhänger, den du da gerade mit bei hast, wäre das ja eigentlich, ne, schön variabel einstellbar. Dann hängen die nicht so dran, sondern können immer schön, guck mal, wie wunderbar weit man das doch absenken und wieder anheben kann hier. Du kannst damit doch vollkommen fahren. Also vorne die Räder, ne, die machen das mit. Die sagen, jo, alles klar. Das schön tiefer legen, den Kasten. Die fällt mir außerordentlich. So, und dann können wir hinten halt auch noch den Kuppelbalken verstellen. Wenn wir zum Beispiel eine Palette laden wollen, dass der nicht genau in der Mitte ist, ne? Schiebst du nach vorne, packst eine Palette ruf, angegotet, Klappe zu, Fahrwerk hoch und Abfahrt. Sehr, sehr cooles Gerät. Leute, seid mal ehrlich, das ist doch mal was, oder? Wie gesagt, den kannst du halt in allen möglichen Konfiguriermöglichkeiten, kannst du den umbauen, anmalen. Schöne Teil. Mit Standlicht. Vorne in den Scheinwerfern als Ringe. Sehr, sehr schöne Gerät. Aber Leute, das war's für heute. Alle Mods, die ihr hier gesehen habt, die habt ihr jetzt im Giants Mod Hub nicht. Bis auf den Überladewagen. Aber der ist halt nur für PC. Alle anderen Sachen sind, habe ich von modhub.us oder Forbidden Mods. Wie die Dinger heißen, Videobeschreibung kennt ihr ja. Wisst ihr ja. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch. Rinnihauen.